Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Witcher 3. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so Daniel dazu entscheiden solltet. Und wir gehen jetzt... Pass auf, wo du hinläufst! Ich laufe hin, wo ich will, das ist mein Anwesen. Jeder Armleuchter! Aha. So. So wird man also hier behandelt. Als Großgrundbesitzer. Vielen Dank, Falsch77 fürs Folgen. So. Ich glaube, wir machen nur eins der Enten, oder? Ich meine, dann haben wir doch die Möglichkeit, irgendwann nochmal Witcher zu spielen. Dann können wir aber einfach alles einmal anders machen. Einfach den schlechtesten Playthrough überhaupt. Genau, das sage ich ja. Warnung, du näherst dich am Wendepunkt der Geschichte. Danach kannst du bestimmte Nebenquests nicht mehr abschließen. Speichere das Spiel, ehe du fortfährst. Ja, die NPCs reden mir dauernd rein. So sind sie halt. Ich bin früh dran. Noch keine Waffe da. Gehen wir in die Mühle und besprechen uns dort. Du hast offenbar schon einen Plan. Erklärst du ihn mir? Wir haben zwei Ziele. Die Schwester der Herrin finden und die Männer schnappen, die den Vampir erpresst haben. Dun Tin ist eine schlichte Anlage. Mehrere Gebäude, eine Mauer drumherum. In der Mitte steht der Bergfried, der vor kurzem von Roderick, dem älteren Ritter der Burg, wieder aufgebaut wurde. Wir greifen hier an, durch das Haupttor. Und sichern dann den Bereich vor dem Bergfried im Sturmangriff. Wie viele Männer verteidigen Dun Tin? Weißt du das? Roderick hat einige Ritter zur Verteidigung da. Es ist keine Armee, aber es könnten ein paar Dutzend sein. Außerdem hat Roderick vor kurzem eine Bande fremder Söldner aufgenommen. Aber über die wissen wir wenig. Die Männer des Zintrias, ganz bestimmt. Ich bin ihnen in der Stadt begegnet. Sie wollten mich töten. Wir müssen von beiden Seiten zugleich zuschlagen. Du ziehst die Verteidiger auf dich und beschäftigst sie. Ich schleiche mich von hinten rein, suche die Frauen und sorge dafür, dass ihnen nichts passiert. Ich springe über die Mauer, sobald ihr angreift. Dein Plan ist ein großes Risiko für dich. Aber du schaffst das. Gehen wir. Ich sollte noch ganz kurz andere Rüstung anziehen. Ich meine, ich sehe schick aus, aber... Es geht los. Schnell, schnappen wir uns Rodericks Pferde und hauen ab. Wir kommen nicht weit, wenn die Jungs da vorne nicht durchhalten. Nicht so schnell. Kleine Planänderung. Ich glaube, man kann im Kampf nicht die Rüstung wechseln, oder? Oh, doch. Oh, was für ein Glück wir haben. Ich muss mir doch kurz umziehen, Leute. Dann bin ich ready für euch. Roderick hat sie geschickt, um die Pferde zu holen. Er will fliehen.
Das kann ich nicht zulassen. Und die Artisan ist sehr schön, das stimmt. Keine Herzoglichen in Sicht. Sie bewachen sie wohl nicht. Roderick hat einen Henker. Was war das? Lade diese Kisten auf den Wagen! Beeilung mit den Kisten! Seid vorsichtig, wenn ihr sie fallen lasst! Da ist jemand! Sie haben die hintere Mauer durchbrochen! Komm! Tötet ihn! Mich knackst du nicht so schnell! Gnade! Gnade! Ich hab nichts Falsches getan! Naja, du hast dir die falschen Freunde ausgesucht. Die Männer des Zintrias. Wo sind sie? Ich wusste es. Hätte sie nicht unter mein Dach lassen sollen. Wo ist die Gefangene? Die Frau? Was meinst du damit? Ich weiß nichts von einer Gefangenen. Das muss das Werk meiner Gäste sein. Wo sind sie jetzt? Im Bergfried. Sie bereiten ihre Flucht vor. Ist jemand bei Ihnen? Eine Frau namens Sianna? Ja, natürlich. Sie hat mich überredet, sie aufzunehmen. Und jede Menge Ärger gleich dazu. Wo ist sie? Sie packt. Wir wollten zusammen fliehen. Ich... Alter Dummkopf. Ich hätte alles für sie getan. Wo ist sie? Auch im Bergfried? Ja. Ja. Ihre Gemächer sind im Turm. Ganz oben. Was wird aus mir? Hier, drück das auf die Wunde. Das stoppt die Blutung. Ich danke dir. Mir bleibt keine Wahl. Was ist hier los? Da ist einer! Töte den Scheitleister! Du wirst sterben, du kleiner Schronke! Boah, der eiserne Berg ist ganz schön übel. Du wirst sterben, du kleiner Schrotte! Zum Glück habe ich Feuer. Der hat einfach nur Färbemittel dabei gehabt, okay. Geschafft. Da ist jemand! Schnappt euch den Rucksack, Hundchen! Da ist jemand! Schnappt euch den Rucksack! Mund halten und kämpfen. Ich töte die gerne. Letzte Chance. Ergebt euch. Das hat uns diese Hure eingebrockt. Tötet ihn! Angriff!
Regis hat nicht das Maul gehalten. Ich muss in den Bergfried rein. Sie werden bezahlen für alles. Was zur Kuh ist das? Lauf! Komm zurück, Feindlinge! Diese Musik. Hier nicht erwartet. Wir dachten, du könntest unsere Hilfe gebrauchen, deshalb... Hexer, wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wo ist Rena? Tränen werden jede Menge Fragen beantwortet, das spüre ich. Gut, dann mal los. Bist du verletzt? Haben sie dir... Du kennst mich. Das würde ich nie zulassen. Ich habe auf dich gewartet. Ich wusste nicht, wo ich suchen sollte. Sie wollten dich töten. Ich... Verzeih mir. Ich habe dich enttäuscht. Jetzt müssen wir nur Anna Henriettas Schwester finden. Wo sollen wir suchen? Weißt du das? Ich habe Roderick getroffen, den Herrn von Duntin. Er sagte mir, wo ich Sianna finde. Sag schon, dann holen wir sie. Die Zeit ist knapp. Die ist er schon sagte, da. Sie wäre in einem Zimmer im Turm. In dem Zimmer, in dem wir stehen. Was nicht wirklich wie eine Gefängniszelle aussieht. Außerdem steht hier eine Karaffe mit Wein. Ich wette, das ist der gestohlene Sangreal. Was willst du damit sagen? Und ich muss sagen, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich den Twist, glaube ich, nicht vorhergesehen gehabt. Ich gebe dir eine Chance. Erzähle uns alles. Ich habe nichts zu erzählen. Hexer, was soll das? Tut mir leid, Detlef. Du wurdest reingelegt. Mein Freund, bitte. Du musst hören, was Geralt zu sagen hat. Rena ist nicht ihr richtiger Name. Eigentlich heißt sie Sianna. Und Sianna ist die Schwester von Anna Henrietta, der Herzogin von Toussaint. Was für ein Quatsch ist das denn? Sianna wurde als Kind verbannt. Aber sie ist vor kurzem zurückgekehrt. Sie lebte auf Duntin und führte von dort aus eine Wandergilde an. Sie schickte einen Mann nach Beauclair, den Zintrier, um Wein für sie zu stehlen, der für die herzogliche Familie bestimmt ist. Der Zintrier hat uns zu ihr geführt. Später habe ich ihn erwischt, als er ein Juwel klaute, das Sianna als Kind von ihrem Vater bekommen hatte. Tut mir leid, Detlef. Sie hat dich benutzt für ihren Plan. Komm nach Tesha Mutna und erkläre dich. Wenn nicht,
mache ich Beauclair dem Erdboden gleich. Das verspreche ich dir. Du hast 3 Tage. Ich warte auf dich. Er ist einfach weggeflogen? Er wollte nicht voreilig handeln. Er wollte seine Nerven beruhigen. Glaubst du, dass er seine Drohung wahr macht? Ich weiß es nicht. Wenn er wütend ist, ist er unberechenbar. Ich werde zu ihm gehen. Wie bitte? Nach allem, was er gerade... Du kennst Detlef nicht so wie ich. Wenn ich nicht tue, was er sagt, wird er die Stadt wirklich vernichten. Dazu ist er mehr als in der Lage. Du scheinst noch einen letzten Funken Ehre zu besitzen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nun, das scheint wirklich die beste Möglichkeit zu sein. Herrin, wir müssen vorsichtig sein. Die Wachen haben hier Vampire gesehen. Sie könnten noch da sein. Vampire oder nicht, meine Schwester ist hier. Findet sie! Gnädige Herrin, das... Sienna, es stimmt also. Du bist es. Schwester, Liebste, wo bist du da nur reingeraten? So besorgt? Ich bin überrascht. Ist das etwa ehrlich gemeint? Du bist verbittert, das verstehe ich. Aber ich verspreche dir, dass wir die unschönen Angelegenheiten der Vergangenheit alle bewältigen werden. Wir sprechen später darüber. Hauptmann, begleite Sienna zum Palast. Ich komme zu ihr, sobald wir zurück sind. Wie du wünschst, gnädige Herrin. Hexer, ich danke dir. Ich kann es nicht fassen, dass meine Schwester die ganze Zeit über so nah war. Roderick von Duntin wird sich für Verrat und Erpressung verantworten müssen. Er ist kein Verräter, nur naiv. Er hat sich für dumm verkaufen lassen und teuer dafür bezahlt. Für dumm verkaufen? Von wem? Von deiner Schwester. Sie hat ihn überredet, die Banditen bei sich aufzunehmen. Wir haben herausgefunden, dass Sienna den Vampir erpresst und ihm befohlen hat, diese Menschen zu töten. Was? Was für ein Unfug ist das denn? Sie ist seine vermisste Geliebte. Sie hat ihre eigene Entführung vorgetäuscht, damit er auf ihre Wünsche eingeht. Er war ein Werkzeug. Der Plan stammte von Sienna. Sie steckte dahinter. Du irrst dich. Du musst dich irren. Das kann nicht sein. Gnädige Herrin, ich kenne diesen Vampir und... Was? Du kennst ihn? Wer ist das? Detlef. Derselbe, mit dem ich vor kurzem an einem Tisch saß und der mir von Nazair erzählt hat? Gibt es noch was, das ich vielleicht nicht weiß? Etwa ein Drache, der unter der Gorgo wohnt? Ist hier sonst noch jemand ein Vampir? Wo ist er jetzt? Er wartet auf Sienna. Wenn sie ihn nicht zu einer bestimmten Zeit trifft, wird er Beauclair zerstören. Er wagt es, uns zu drohen? Gnädige Herrin, wir haben 3 Tage, um ihm Sienna zu bringen und... Ich will kein Wort mehr hören! Du hast 3 Tage, mir seinen Kopf zu bringen. Keine weiteren Geheimnisse, keine helfenden Vampire. Ich will haben, wofür ich bezahle. Den Kopf des Biests. Boah, dieses Storytelling ist so gut. Meinst du, die gnädige Herzogin hat sich verletzt? Kaum. Sie vergisst nichts, nimmt nichts zurück. Vor allem keine Drohungen. Tja, selbst ich muss zugeben, dass Detlefs Betragen höchst unangemessen war. Verwerflich gar.
Bist du nervös? Warum sollte ich? Mal sehen. Du kommst mit leeren Händen von der Jagd. Keine Trophäe. Keine neue Spur zum Prahlen und Verfolgen. Ich kann gar nicht nervös werden. Die Mutationen. Du erinnerst dich? Ja, natürlich. Deine Standardausrede, wenn dir ein Gespräch unangenehm ist. Scharf beobachtet. Wechseln wir also das Thema. Und wie reagieren deine Kunden üblicherweise, wenn du ihre Erwartungen nicht erfüllst? Kommt drauf an. Bauern werden ausfallend. Händler verlangen ihr Geld zurück. Adlige lassen meist nur die Hunde los. Und Herrscher? Die drohen mit dem Galgen. Die höchsterlauchte Herzogin erwartet die Herren. Edle Herrin, das Volk verlangt nach Strafe für Sianna. Sie hat schreckliche Verbrechen begangen und allzu viel Blut vergossen. Noch ein Wort, Palmerin, und ich vergieße noch mehr Blut. Deins. Zum letzten Mal. Sianna hat viele auf dem Gewissen, das ist wahr. Aber sie ist auch meine Schwester. Uns verbinden eine gemeinsame Kindheit und Blutsbande. Ich lasse nicht zu, dass sie gelyncht wird. Höchsterlauchte Herzogin, ich fürchte, die Massen werden sich erheben und mit Fackeln und Mistgabeln das Gefängnis stürmen. Sollen sie doch. Dort finden sie sie nicht. Sianna befindet sich an einem sicheren Ort und wird vor Gericht gestellt, sobald wir diesen verfluchten Vampir los sind. Nach euren Gesichtern zu urteilen, dauert das wohl noch eine Weile. Wir taten, was wir konnten, aber... Meine Geduld geht zur Neige, Geralt. Wo ist er? Wo ist Detlaff? Wir arbeiten daran, es herauszufinden, edle Herrin. Hältst du mich für schwachsinnig? Das würde mir nicht einfallen. Es ist mir einerlei, woran ihr arbeitet, gearbeitet habt oder noch arbeiten werdet. Ich will Ergebnisse, die es bisher nicht gibt. Ich gehe bisweilen auf Fuchsjagd. Wisst ihr, wie das funktioniert? Der herzogliche Weidmann lässt die Hunde los. Sie nehmen die Fährte des Fuchses auf, stellen ihn und führen die Jagdgesellschaft hin. Alles binnen einer Stunde. Du, Hexer, hattest eine Woche. Dazu die Hilfe meiner besten Ritter. Doch gestellt hast du rein gar nichts. Ich glaube, meine Hunde hätten sich klüger angestellt. Gestatte mir, auf einige subtile, doch grundlegende Unterschiede zwischen höheren Vampiren und Jagdwild hinzuweisen. Ach was, ähnliche Unterschiede wie zwischen flauen Witzchen und hochverräterischen Beleidigungen? Hüte deine Zunge, Hexer. Und nun zur Sache. Sagt mal, habt ihr überhaupt etwas vollbracht? Edle Herrin, offenbar hat Sianna Detlaff betrogen und benutzt, um die Ritter zu ermorden, die sie ins Exil eskortiert haben. Wir sehen uns veranlasst zu glauben, dass... Edle Herrin! Vampire! Was? Rede schon! Vampire! Greifen die Stadt an! Hauptmann de la Tour verteidigt den Platz bei der Anlegestelle! Aber so viele Tote! Verdammt! Wenn dieser Detlaff Krieg will, kann er welchen haben. Geralt, an die Arbeit. Und keine Ausreden mehr. Palmerin, du... Bring sie hier raus. Tja. Eine Bruxa. Die Wache lässt
mir deinen Kopf an den Sack. Sianna hat die Verabredung nicht eingehalten. Und, tja, Detlef hat es ernst gemeint. Scheint so. Jetzt brauchen wir einen Plan, der was taugt. Das hier geht zu weit, verdammt. Regis, du hast erwähnt, dass es eine Möglichkeit gibt, Detlef hervorzulocken, die dir aber zu gefährlich ist, um sie zu nutzen. Hab ich das so gesagt? Dann vergib, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Gefährlich? Ist eine skandalöse Untertreibung. Regis, ein weiterer innerer Monolog aufgrund eines persönlichen Dilemmas. Würdest du mir bitte einfach sagen, wie man Detlef zu einem Treffen zwingt? Alles zu seiner Zeit. Zuerst, Geralt, möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Immerhin könntest du Detlefs Forderung erfüllen und seine geliebte Sianna befreien. Du meinst, Detlef glaubt noch, dass Sianna unschuldig ist? Ich glaube, er hat Verdacht geschöpft. Das muss er. Und er will begreifen, was passiert ist. Und deswegen hat er dem gesamten Herzogtum den Krieg erklärt? Tja, nun, Mäßigung war nie seine Stärke. Du willst Sianna wirklich befreien und Detlef ausliefern? Ich kann nicht glauben, dass du das für klug hältst. Es ist schwer zu glauben, ich weiß. Aber Detlef ist nicht böse, sondern nur impulsiv. Er muss sie sehen und mit ihr sprechen. Dann verschont er die Stadt. Selbst wenn ich einverstanden bin, Anna Henrietta wäre es niemals. Kann mich nicht in Sinn vorgeschlagen zu haben, sie um Erlaubnis zu bitten. Dieses Treffen. Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du sagst? Was, wenn es zum Kampf kommt? Garantierst du für Siannas Sicherheit? Es ist überaus unwahrscheinlich, dass... Ich will keinen Vortrag über Wahrscheinlichkeiten, sondern eine klare Antwort. Ja oder nein? Ich schwöre, dass hier kein Haar gekrümmt wird. Ich habe jede Menge Vorbehalte. Wir wissen nicht einmal, wo Sianna festgehalten wird. Du hast die Herzogin gehört. Im Gefängnis ist sie nicht. Das ist kein Vorbehalt, sondern eine Ausrede. Ich bin sicher, dass du sie finden kannst, wenn du es dir nur vornimmst. Hm. Ich könnte Damien fragen. Die Herzogin behandelt ihn wie einen Schoßhund. Er ist meistens in ihrer Nähe. Vielleicht weiß er mehr. Na bitte. Ich wusste, dass dir was einfällt. Bravo. Habe ich deine Vorbehalte damit zerstreut? Nicht so eilig. Wir sind noch nicht fertig. Wie würde ich Detlef denn aus dem Versteck locken, wenn ich wollte? Mit Jungfrauenblut? Nun, irgendwo in der Gegend lebt ein seltenes Wesen. Einer der Unsichtbaren. Es sind uralte, mächtige Vampire, die zu den ältesten und stärksten gehören. Mhm. Und? Toussaint ist das Territorium dieses Unsichtbaren. Alle Vampire schulden ihm Gefolgschaft, solange sie hier sind. Er braucht es nur zu verlangen und Zeit und Ort festzulegen, dann muss Detlef erscheinen. Wie bringen wir diesen Unsichtbaren denn dazu, Detlef herbeizurufen? Wir müssen ihn überhaupt erst mal finden. Der Unsichtbare empfängt keine Fremden, wenn es nicht sein muss. Aber Leute von hier, Orianna zum Beispiel, weißt du, sie ist auch... Ja, das dachte ich mir. Also schön, sagen wir, sie bringt mich zum Unsichtbaren. Was dann? Weiß ich nicht. Du wirst wohl improvisieren müssen. Hm, verstehe. Also muss ich ihn entweder erpressen oder besiegen. Du kennst meine Wahl. Wenn wir Sianna befreien und zu Detlef bringen,
besteht eine Chance, dass wir und Detlef aus diesem Schlamassel alle lebendig rauskommen. Regis, ich will dir nicht das Schwert auf die Brust setzen, aber ich muss es wissen. Wenn ich beschließe, gegen Detlef zu kämpfen, auf wessen Seite stehst du dann? Wenn du meinst, dass dein Schwert die einzige Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Das weiß ich zu schätzen. Das hoffe ich doch. Und nun sag mir, was wirst du tun? Hier ist jetzt nämlich die Entscheidung für eine der Pfade. Es sind zwei verschiedene Pfade. Man kann den Pfad auch ein Stück laufen und dann sich umentscheiden. Machen wir aber trotzdem nicht. Wir machen das. Es kommt mir zwar verrückt vor, aber ich mache es. Ich frage Damiano nach Sian. Ich wusste, dass du mich nicht betteln lässt. Immer langsam. Ich verspreche gar nichts. Ich will mir nur einen Eindruck von der Lage verschaffen. Kommst du mit? Na klar. Viele Hände erleichtern die Arbeit. Und bedenkt, alles, was ihr jetzt seht, kann man verpassen, wenn man auf den anderen Weg wählt. Aber der andere Weg ist genauso umfangreich, ne? Damiano könnte in Gefahr sein. Oder tot. Meinst du? Er schien mir doch recht kampferprobt. Gegen Menschen, nicht gegen Monster. Schneller! Verdammt! Schau, da! Wir müssen erledigen, bevor er wieder tötet. Ich hätte nie gedacht, dass niedere Vampire Befehle von höheren Vampiren befolgen. Das tun sie auch nicht. Wie konnte Detlef sie dann auf die Stadt hetzen? Ich sagte ja, er ist außergewöhnlich. Er kann sie seinem Willen unterwerfen und mit seinen Gedanken kontrollieren. Sie werden weiter angreifen, bis er sie zurückpfeift. Oder bis er stirbt. Wieder. Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Wären wir bloß früher gekommen. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Dieser Geruch. Damians Blut. Er ist verwundet. Gehen wir. Ein Alp, oh ja. Schöne Melodie. Thank you.
Okay. Puh. Verbarrikadiert haben. Ich kann mir zulassen, dass sie mich sehen und die Vampire. Es tut mir leid, Geralt. Du musst raus. Du hast es geschafft. Ganz allein. Diese Hurenbrut hat mir die halbe Einheit geschlachtet. Diese Hurenbrut hat auch dich fast geschlachtet, wie ich sehe. Du musst dich mit deinen Männern zurückziehen. Sofort. Ich bin dieser Stadt verpflichtet. Es hilft der Stadt nicht, wenn du deine Männer abschlachten lässt. Damien, du erinnerst dich an unser Gespräch im Palast? Ich sag's noch einmal. Deine Leute haben keine Chance. Männer, Verwundete versorgen und Rückzug vorbereiten. Das ist das einzig Richtige. Hör genau zu. Gegen Vampire braucht ihr Silber. Lasst eure Alchemisten so viel Vampiröl wie möglich herstellen. Gallonenweise. Überzieht eure Klingen damit. Haltet nach Alpen und Bruxe Ausschau. Die wohlgeformt. Sie sehen wie Frauen aus. Nur manchmal sichtbar. Bomben mit Silbersplittern sind angeraten. Danke, Hexer. Hoffentlich bist du das Geld wert, das die Herzogin dir versprochen hat. Und hoffentlich bringst du den Kopf dieses Scheusals auf einem Spieß an. Euer Problem ist jetzt mein Problem. Ich kümmere mich darum. Und wie? Ich kann nur sagen, dass ich Sianna dazu brauche. Du kennst die Entscheidung der Herzogin. Sianna wartet auf ihren Prozess. In Haft. Wissen wir. Aber wir müssen es nicht hinnehmen. Ihr könnt euch das leisten. Ich nicht. Ich habe der gnädigen Herzogin Treue geschworen. Es gibt Tote. Es wird noch mehr geben. Wegen einer Person. Wenn die gnädige Herzogin erfährt, dass ich euch geholfen habe, bin ich dran. Und wir direkt danach. Das Risiko gehen wir ein. Ich fürchte, wir verschwenden hier nur Zeit. Komm, Geralt. Moment. Als ich Sianna zuletzt gesehen habe, wurde sie von der gnädigen Herzogin in das Spielzimmer des Palasts eskortiert. Spielzimmer? Für Kinder? Bist du sicher? Ich arbeite seit Jahren im Herzogspalast. Ich kenne jeden Winkel. Natürlich bin ich sicher. Spielzimmer? Was hat die Herzogin getan? Sianna in ein Puppenhaus gesperrt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe gesagt, was ich weiß. Was nun geschieht, geht mich nichts an. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ihr zieht euch in die Kaserne zurück. Folgt einfach meiner Spur. Der Weg müsste frei sein. Und vielen Dank. Du hast uns sehr geholfen. Ich habe Beauclair geholfen. Das hoffe ich wenigstens. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part auf YouTube. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.